Lieben, heute gibt's die Klassenarbeit zurück. Ich habe die korrigiert. Oh nein. Einige von euch haben mich ja schon darauf angesprochen. Heute gibt's sie zurück. Sie ist mittelmäßig ausgefallen, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Oh Mann, ey. Ich war gar nicht so gut vorbereitet auf die Mathearbeit. Es wird bestimmt keine gute Note bei mir. Ich habe auch kein gutes Gefühl, Dave. Oh Mann, ey. Ich weiß es nicht. Hey, Dave! Was ist, Pia? Soll ich dir mal was sagen? Oh, was ist? Du nervst schon wieder, Pia. Ich wette, du hast die schlechteste Mathearbeit aus der ganzen Klasse. Nein, ich wette, du hast die schlechteste Mathearbeit aus der ganzen Klasse hier. Also, Pia, an deiner Stelle würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Leider nur eine 3 geworden. Nur eine 3? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe so viel gelernt. Und ich meine, sonst bin ich doch auch immer gut. Da müssen sie sich vertan haben oder mich vielleicht sogar verwechselt haben. Pia, ich habe die Arbeit wirklich mehrfach kontrolliert. Ich bin selbst enttäuscht. Also, setz dich nochmal hin und übe. So wird das sonst nichts. Pia, du kannst dir meinen Vorwert nehmen an deinem Sitznachbarn. Eine 2 plus. Oh, eine 2 plus. Sehr gut gemacht. Das ist ja cool. Ich verbessere mich ja jedes Mal jetzt. So, weiter geht's mit Hannah und Dave. Hier sind wir. Ja, alles klar. So, Dave, jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. Die schlechteste Mathearbeit hier in der ganzen Klasse. Ganz bestimmt nicht. Also schlechter als eine 3 wird's auf gar keinen Fall. Also schlechter als du bin ich auf gar keinen Fall, Pia. Oh nein. Was habe ich gesagt? Eine 3 minus. Ja, das kann doch nicht sein, Hanna. Oh, schlechteste Mathearbeit. Oh, Hanna, was hast du denn? Dave ist ein Loser. Mann, ey. Ich habe eine 1, aber Mensch, Pia, hör doch auf. Das macht man nicht. Ärger doch nicht Dave. Dave ist total schlecht. Der kann gar kein Mathe. Das kann nicht sein. Ach Mensch, Dave, das kann doch mal passieren. Ja, ich weiß Tut nicht. Tut mir so leid für ich dich. Ich glaube, ich habe die schlechteste Note hier in der Klasse. Ich muss das jetzt hast du auf jeden Fall, Dave. Pia, sei ruhig. Ich muss jetzt erstmal allein Dave, sein. Dave, wir können doch nächstes Mal zusammen lernen. Ja, okay, aber ich muss jetzt erstmal weg. Dave, warte, mach dir nichts draus. Oh, nein, bleib du ruhig hier. Genieß deine 1. Ich will jetzt Ach, weg. Dave. Ich will jetzt einfach weg. Dave ist einfach mega schlecht. Ja, Pia, du kannst doch was erleben, ey. Das ist echt nicht in Ordnung von dir, wie du Dave behandelst. Warum? Das macht man nicht. Ich meine, wenn er so schlecht in Mathe ist, das kann doch ruhig jeder erfahren. Du bist auch nicht viel besser. Das kann doch gar nicht sein. Dave konnte das. Wir haben doch nach der Arbeit darüber gesprochen. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit Frau Miller sprechen. Frau Miller, warten Sie mal gerade. Ich will noch was mit Ihnen besprechen. Was ist denn? Was möchtest du denn fragen, Hannah? Also, ich habe da ein ganz komisches Gefühl. Kann das sein, dass Sie vielleicht Daves Arbeit falsch korrigiert haben? Wie kommst du darauf? Ja, Dave konnte eigentlich alles. Ach, Hannah, lass das mal mit den Noten meine Sorge sein. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Dann schaue ich einfach mal selber. Oh, bei Aufgabe 3? Das habe ich auch und ich habe dafür 10 Punkte bekommen. Hier, schauen Sie mal, bei Aufgabe 3, da habe ich 10 Punkte bekommen und Dave hat ja genau das Gleiche und er hat dafür keine Punkte bekommen. Da muss ich nochmal schauen, da muss ich nochmal meinen Stift zücken. Ich gucke lieber nochmal genauer. Aufgabe 3. Ja. Ach, stimmt. Das habe ich hier sofort geändert. Gut aufgepasst, Hannah. Du hast dich echt eingesetzt. Was ist denn hier los? Warum ist meine Arbeit da vorne? Dave, du hast jetzt doch keine 3 minus. Hä, wie? Schau mal, das war ein Fehler. Wie, eine 2 minus? Ehrlich jetzt? Bei Aufgabe 3 hast du 10 Punkte bekommen. Oh, das ist ja cool. Danke, Hannah. Oh, das ist ja super. Ich freue mich voll. Sorry, Dave. Also, das ist mir einfach so unterlaufen. Aber ich verspreche dir, das wird nicht nochmal passieren. Nicht schlimm. Jetzt ist es ja wieder richtig und Hannah, sei Dank. Dave, eine 2 minus. Ah, das ist super. Ich weiß genau, wem wir die jetzt zeigen müssen. Hey, Pia. Schau mal. Daves Arbeit. 2 minus. Ja. Na und? Das spricht auch nicht für deine Intelligenz, Dave. Ja, doch. Würde ich schon sagen. Ich kann dich einfach nicht leiden, egal ob 3 minus oder 2 minus. Welche Note hast du nochmal? Das kann ich gar nichts sagen. Ja. Vielleicht hat sich Frau Miller bei mir auch getäuscht. Ich glaube nicht. Ach, das werden wir noch erfahren. Geh mir aus dem Weg, Hannah. Hey! Ich hole mir jetzt auch eine bessere Note. Was ihr könnt, das kann ich schon lange. Frau Miller, meine Klassenarbeit, da müssen Sie noch mal drüber gucken. Das kann gar nicht sein, dass ich eine 3 habe. Ach, Pia, ich habe doch eben gerade schon gesagt, ich habe das 3-mal überflogen. Und da ist immer das gleiche Ergebnis rausgekommen. Die 3 musst du jetzt leider akzeptieren. Nicht jeder kann einfach eine bessere Note bekommen. Hannah, echt, was soll ich sagen? Vielen Dank. Also du hast echt was gut bei mir jetzt. Egal, wo du hin willst, was du machen willst, wir machen es auf jeden Fall. Ach, Dave, das macht man doch so unter Freunden.